Die gelbe Sau ist ein Feigling. Und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Might and Magic Heroes 6 ist jetzt wahrscheinlich total verkickt gewesen, ist mir aber herzlich egal. Wir sind wieder da, kurz vor Weihnachten. Freunde, schreiten wir weiter voran. Die gelbe Sau ist abgehauen und der Laszlo ist auch da. Der ist noch nicht abgehauen. Hi, Laszlo. Ich bin noch da, ich bleibe auch immer da. Solange wir, es sei denn, wir müssen nach Asche Astrene suchen, dann hau ich ab, aber... Jetzt bleibe ich doch an diesen Stuhl gefesselt. Ah, das ist eine schöne Erinnerung. Die erste Staffel. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Er sucht und sucht und sucht und wird dann schön vom Spiel getrollt, ey. Das habe ich so gefeiert. Herrlich. Das war klasse. Ah, übrigens, ich muss mal gucken, auf Uplay ist ja zurzeit Black Friday. Mal gucken, ob die jetzt das Heroes wieder im Angebot haben, Heroes 5. Dann kann ich es mir mal holen und dann können wir irgendwann mal das nachholen. Aber erstmal wollen wir Heroes. Ich muss mir das ja dann auch zulegen, wenn ich genau das habe. Aber das sollte kein Problem sein. Wenn das Angebot über einen Monat hinausgeht, sollte das gehen. Ja. Aber jetzt kämpfe ich erstmal gerade gegen deine Kreaturen. Mhm. Also die zu deiner Fraktion gehören. Genau. Kasegane, oder wie die Viecher heißen. Nee, Kensei sind das noch. Genau. Da mit ihren 4 Schwertern. Jo, sehr schön. Ich habe nichts verloren, geil. Und aufgestiegen bin ich auch noch, Stufe 15. Ich muss mal irgendwas finden, womit man den Gegner beim Flüchten hindern kann, weil das ging mir ja gerade total auf den Sack, dass er einfach die Flucht ergriff. Das geht ja mal gar nicht. Der haut da einfach ab. Komme ich ja gar nicht mit klar. Oder... Was sagst du dazu? So, jetzt baue ich erstmal das verbesserte Stadttor. So, damit ich mich in Zukunft hin und her porten kann, falls was sein sollte. Gut, ja. Aber ich glaube, du musst mit deinen Helden erstmal wieder zurück in die Stadt, dass er das lernt. Ist das so? Weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Nee, kann er direkt. Nein, nicht direkt, gut, aber das ist sehr gut. Kann er direkt, ja. Nicht genügend Bewegungspunkte. Ermöglicht eurem Helden das Teleportieren von einem beliebigen Punkt der Karte zur nächsten Stadt mit einem verbesserten Stadttor. Diese Aktion kostet mal 20 Punkte Zugweite, nicht genügend Bewegungspunkte. Also das heißt, sollte mein Gegner es nochmal wagen. Oh nein, der Blaue auch kommt auch nur schon in die Nähe. Ach, der Blaue kommt wieder. Oh, er mag trivial. Ja, ne, ich will hier aber erobern. Ja, der kann mich auch lieben. Das ist mir in dem Moment egal. Ich erobere jetzt erstmal das die Holzbude. Das ist ein Karloff. Ein Karloff, ja. Trivial. Das ist ein Karloff, es macht die Sache nicht besser. So nervt. Also gut. Karloff aus Karkow. Ja. Ja. Ja, also das mit den gelben Helmen, das war echt schon wieder so eine Szene wie für mich. Golden. Weißt du, erst so nach dem Motto, ja, ich schleich mich beim Feindesland rum, da verpisst er sich einfach wie so eine Pussy. Frechheit. Ja, ich habe gerade Pussy gesagt. Steinigt mich dafür, ist mir scheißegal. Ich sag's nochmal, Pussy! So. Ich steinige dich dafür, dass du gelb gesagt hast, erst Gold. Ist mir doch scheißegal. Aber nicht für mich. Von mir aus kann auch kackbraun sein, das ist ein Grund mehr, ihn fertig zu machen. Ich mag ihn nicht. Er war auf meinem Gebiet, auf meinem Hoheitsgebiet. Bamsen. Bamsen, wo bist du? Ich gucke jetzt mal gerade, wo bist du denn? Bin da Holzfällerlager erobern. Im Süden. Im warmen Süden bist du? Ja. Wo, ach, da bist du! Ja. Da treibst du dich rum. In den düstersten Ecken der Karte, ich sehe das. Ich ignoriere jetzt den Blauen, der kann mich auch mal volle Bude. Vor allen Dingen kurz mal gefragt. Hörst du dieses Uhrticken auch? Wenn du zur Mitte der Karte gehst, wo die Wüste ist? Das kann ein Gebäude sein. Da muss ich mal gucken, ich bin gerade im Kampf. Das ist wahrscheinlich die Waffenschmiede. Das hört sich so an, als würde eine Uhr ticken.
Weißt du, so eine etwas ältere, weißt du, die man so an die Wand hängt mit dieser, ne? Ja. Weißt du? So eine Uhr, mein. Die immer was runterhängen hat. Ja, ich höre das. Entweder das ist die Arkane Bibliothek oder das ist wirklich die Waffenschmiede. Es kann sein, dass das die Waffenschmiede sein soll. Aber für mich hört sich das so an wie so eine tickende Uhr. Kann man schon sehen. Schon total bekloppt, der Birne. Völlig fertig, der Junge. Shantiri-Rüstung. Ja, wir wissen, was ist. Hoffentlich hält sich der Blaue da von meinen Ländereien fern. Das wird sich noch zeigen. Soll ich mal die Brutmutter angreifen? Ja, komm, ich greife mal. Mach die Mutter. Alter. Weg mit der Mutter. Ich bin so ein alter Mutterknaller. Zumindest im Spiel, bevor das wieder falsch verstanden wird. Ne? Ihr Ferkel, ihr. Ich kenne ja meine zweideutigen Leute, die gerne so denken. Alter, das ist aber nicht. Nicht nett. So könnt ihr mit meinen Vampiren nicht umgehen? Das finde ich nicht gut. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Bitte. So, welche Brutmutti kriegt denn als erstes auf die Fresse? Ach, nimm mal die hier. Die hat mich so komisch angeguckt. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Distanzkämpfer mache? Ja. Deswegen habe ich zum Beispiel bei mir auch meine Distanzkämpfer einen Fähigkeitenbaum verbessert. Ja. Dass die keinen Distanzabzug mehr haben und sowas. Ja. Laszlo, ein weiser Mann. Ja. Oh, die eine Brutmutter wartet. Ja, die wartet nun mal. Mütter warten. Die Mütter warten, ja. Soll man davon jetzt halten, dass die Mütter freiwillig warten? So, das war die Mutter. So, jetzt kriegt die Mutter nochmal einen auf die Schnauze. Heute ist Weihnachten, oder? Nee, erst morgen. Nein, morgen. Ja, morgen. Da habe ich schon wieder die Leute durcheinander gebracht, das sind das zu fassen. Unglaublich. Kannst doch nicht die armen Leute so verwirren. Allerdings so. Heute. Level up, Stufe 16. Am 23.11. ist heute, ne? Heute 23. Ich glaube. Ja, streamt der Alex. Jetzt fängt er an. 16:30 ist es fast. Ja, guck dir mir das nachher. Was ist denn das? Ah, konvertiert. Genau. Jetzt müsste es bei dir kurz schwarz werden und dann. Ja. Ich nenne es. Morgultown. Okay, Lars hat jetzt da so ein Gebäude Viper-fanisiert. Richtig. Mit meiner Liebe zersetzt. Ja. Zersetzt wird wirklich. Ne? Ich bin mal gespannt, was der Blaue sich für Einfälle hat. Das erinnert mich echt gerade so ein bisschen an Minas Morgul. Ich weiß nicht warum. Ist der. Okay, er reitet mir entgegen, aber. Wenn er unbedingt eins aufs Maul will. Kann er haben. Da wir kämpfen erstmal hier gegen diese Brutmodern. Mavern. Ah, sie sind. Ah, ich mag das. Was? Ich mag das, wenn die Gegner alle auf einer Position sind und nicht irgendwie, dass die Einheit geteilt ist. Ich mag das. Die Panpriesterin, ist das eine Fernkämpf? Ja. Scheiße. Aber eine Basiskreatur, ne? Also es. Ja. Also ich kann mir nicht helfen. Also das mit den gelben, das hängt mir jetzt echt nach die ganze Zeit. Nein, mit dem goldenen. Ja, ist ja gut, Laszlo. Nein, ich sag mich wieder schlägt. Ich sag das nur, weil Gymnasiallehrer sich auch auf YouTube frei bewegen dürfen. Von dem ist man ja gewohnt, dass die. Echt, etwas. Sowas hast du gelassen? Das ist unglaublich. Das geht gar nicht. Das muss verboten werden. Lehrer können doch damit gar nichts anfangen. Ja. So, Hashtag Klischees ausbereiten. Chantiri-Rüstung plus 4 Verteidigung plus 6 Verteidigung, Primärmagie. Ach, du hast auch eine Chantiri-Rüstung. Ja, hab ich gerade gefunden. Ja, ich habe nämlich auch noch eine hier, die ich einsammeln könnte. Ich bräuchte. Oh, nachher mal. Es wäre cool, wenn ich noch das Narrenkleid finde.
Brünne der Verzauberung, hast du das? Keine Ahnung, müsste ich gucken. Weil ich würde nämlich gerne das Set voll kriegen. Ja. Du musst mir gleich nochmal sagen, wenn ich dran bin, was du haben willst. Brünne der Verzauberung was? Heißt das. Ja, lass los, sag mir das nochmal, wenn ich dran bin. Ach so, sorry. Du bist dran. Brünne der Verzauberung. Warte mal kurz. Oder Brünette der Verzauberung, das geht auch. Brünette der Verzauberung, ja, genau. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken, wie kann ich denn jetzt auf meine Artefakte zugreifen? Doppelklick auf deinen Typen und im unten sind so Fenster, die du switchen kannst, da ganz links. Direkt ganz beim Fertigkeitenbaum, wenn du auf deinen Fertigkeitenbaum triffst, ganz unten bei deinem Fertigkeitenbaum sind irgendwo Reiter, wo du umschalten kannst. Wenn du Doppelklick auf deinen Charakter machst. Dynastieboni und Armee des Helden. Meinst du das? Ah, hier sind die ganzen Artefakte, ja? Ja, okay. Was wolltest du nochmal haben? Es müsste ein lilaner Gegenstand sein. Brünne der Verzauberung. Brünette Verzauberung? Brünne. Brünne. Weil du vorhin irgendwas von der Brünne gesagt hast. Aber ich glaube, da hattest du Prophetenbrünne. Ich habe Brünne des Rächers. Naja, gut. Mach erstmal weiter. Ich guck dir nochmal, was ich alles brauche. Kann ich dir nur sagen. Des Rächers habe ich, nicht die, die du meinst. Ah, okay, gut. Und ich sehe gerade, die Blutleiste ist bei mir fast... Was gut ist. Ja. Steigert den Schaden. Das ist auch geil hier, das nehme ich mal mit, wo ich gerade mal hier bin. Das ist auch geil, unbedingt mitnehmen. So. Intosis City! Aber deine Bewegungsreichweite ist, glaube ich, schneller, weiter als bei meinem Krieger. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube... Das kann sein, ja. Ihr könnt es übrigens... Leute, ihr könnt jetzt übrigens meine Maus sehen, weil ich es jetzt geschafft habe, das Spiel normal aufzunehmen. Was ist das geil? Sie können deine Maus sehen. Wenn ich jetzt Pech habe, erobert er meine Stadt, bevor ich da bin. Aber das ist nicht schlimm, weil ich bin... Dann darfst du von meiner Stadt aus operieren. Kann... zwar keine Truppen aufnehmen, aber was für eine Verfolgungsjagd. Laszlo gegen Karloff aus Karkow. Wer wird es schaffen? Seien Sie auch dabei in der nächsten Folge. Nein, ein paar Minuten haben. Ein paar mehr. Ich kann jetzt übrigens meine Elite-Einheiten jetzt verbessert. Also wenn ich sie dann in der Stadt habe, kann ich sie dann verbessern. Kann ich die irgendwie untot machen? Hm. Bei Heroes 4 gab es so einen Teil, damit konnte man Leichen und über bei Heroes 5 auch. Bei Heroes 7 geht das auch. Das ist ein Gebäude, zwischen dem du auswählen kannst. Wo du dann Viecher reinwerfen kannst. Und die werden dann... Also es müssen Lebende sein. Ja, ich habe jetzt nämlich hier Schneemeiden. Die würde ich gerne untot machen. Aber bloß, wie kriege ich das jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie kriegt man das hin? Braucht man dafür irgendwie ein spezielles Gebäude? Weißt du das? Ich dachte... Guck mal. Also ich sehe hier Altar der ewigen Knechtschaft. Hier werden Leichen Überreste in der Schlacht gefallene Truppen. Ja, das ist zwar schön, aber das hilft mir jetzt nicht. Ich glaube, du kannst... Weil das ist ja nicht der Wandler, den ich... Du kannst zwischen zwei Gebäuden irgendwo wählen. In deiner Bauleiste ganz rechts müsste das sein. Da kannst du wählen, was du nehmen willst. Vielleicht ist es damit dabei. Nee, das andere ist Aschers Stundenglas. Da steht drin, im Einflussbereich der Stadt vermindert sich die Zugweite feindlicher Helden um 30%. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Tatsächlich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich lasse sie erstmal Vielleicht erschrickt sie ja mal ein bisschen. Ich reite noch mal ein bisschen hin und her, da werde ich die Runde fort... zeitig beenden, weil was soll ich noch großartig machen? Und wir kriegen bald neue Truppen. Frische Truppen. Frisches Blut. Was macht der Blau? Oh Mann, die zwei Felder fehlen mir. Aber warte mal, ich kann doch mir, wenn das stimmt, kann ich mir doch das Stadtportal bauen. Hast du das verbesserte Stadtportal? Dann portet dich doch zurück. Darf sich nur nicht bewegen und danach kannst du ihn vielleicht von vorne direkt angreifen. Wenn er nicht abhaut, so wie es bei mir der Fall war. Geht nicht, ich brauche verbessertes einfaches Stadttor. Hast du nicht mal das einfache? Nee. Scheiße.
Katze. Das ist schlecht. Jetzt laufen vier. Ach, fuck. Ja, muss ich gucken, was er macht. Ey, mir fehlen zwei Punkte. Habe ich nicht irgendwas, was ich noch machen kann? Dass ich irgendwas, was mir... Hat bei dir nicht schon eine neue Woche begonnen? Ja, hat. Es ist Woche... der Einbruch um 25% Vermehrung auf alle Elite-Kreaturen. Ja. Versucht auch eine provisorische Verteidigung aufzubauen, um ihn ein bisschen aufzuhalten. So kriegt er keine Truppen. Und wenn er die dann erobern sollte, kannst du die vielleicht besser zurückerobern. Nur mal so als Idee. Naja, er ist ja bei mir auf Trivial, also müsste es gehen, wenn ich jetzt einen Helden anwerbe. Das heißt, es könnte passieren, dass gleich der erste Stadtangriff erfolgt. Gegen uns. Ne? Der arme Laszlo wird angegriffen. Einfach so. Kein was getan. Hat er wirklich nicht. Oder? So gegen einen Spieler gekämpft. Ja. Aber ich habe irgendwas gebaut. Mein neuer Held wird automatisch auf Stufe 10 hochgelevelt. Das dauert jetzt eine Weile, weil ich den natürlich noch hier verbessern will. Korallenhöhle, Rüstungsschmiede. Ich habe, glaube ich, gleich echt mal Bock, den Gelben zu besuchen. Einfach mal just for fun. Glaube ich. Haha, mein neuer Held hat jetzt niedrig Gefahrenstufe. Okay. Das heißt, er ist jetzt zwischen zwei Helden eingekreist. Was macht er jetzt? Ja, immerhin. Achso, du bist erstmal dran. Das ist doch prima. Warum dauert das so lange? Ach ja, der... Wie war das mit Penner und von der Tür stehen? Oh Mann, Laszlo, du bist echt so eine Marke, weißt du das? Ja. Aber eine positive Marke. Ja. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ja, ist der Marvin. Ich kenn den auch. Ich hab den auch schon mal geguckt. Blau reitet zurück. Aber jetzt kann ich ihn erwischen, hoffe ich. Er greift die... Nein, ich kann ihn nicht. Ich hau ab. Ich kann ihn natürlich nicht erreichen. Es fehlt ein Punkt, ein Bewegungspunkt. Och. KI-Vorteil. Frag mich aber gerade. KI bescheißt. Ich wusste nicht, dass Zippy dabei ist. Oh Mann, der arme Zippy, der muss mir. Muss wieder einstecken. Ja, das klingt auch wieder falsch. Das habe ich mir gedacht. Denkt immer versaut, der Laszlo. Mann. Immer dieser Schmuddelkram hier ist ja schlimm. Bei Laszlo ist es erstaunlich ruhig geworden. Ja. Weil mir Ressourcen fehlen, das heißt, ich muss verkaufen. Verkauf muss er. Verkauf. Da war ich ja noch gar nicht unterwegs hier, wa? Sollte ich wohl gleich mal gucken. So, jetzt bin ich erstmal am Zug. Verfolgen! Epische Musik. Mhm. Oh, die Mädels scheinen aber sehr empfindlich zu sein, wa? Viele halten sie nicht aus, ne? Die halten wirklich nicht viel aus. Ach, nimm die. Jo, wunderbar. Nee. Die Vampire sollen ihren Kollegen wiederbekommen. Das ist doch noch ganz traurig. Wie, ich kann ihn nicht wiederbeleben? Was ist das denn für ein Scheiß hier? Ich kann ihn nicht wiederbeleben. Ach, weil er Stufe 1 ist. Angeber! Sehr schön. Erledigt. Ich werde den Plauen jetzt verfolgen. Also jetzt greife ich an, jetzt gehe ich zum Angriff lieber. Jetzt wird's episch. Epische Musik, bitte. Sehr schön.
Das waren tolle Trompeten. Jetzt wird's wirklich episch, Laszlo. Gut, dass du das angesprochen hast, denn ich kann mich jetzt erheben. Es gibt jetzt eine Digitation. Viper-Fan, digitier zu... Viper-Fan Lars 91. Tü-tü-tü-tü. Ganz genau. Ganz genau. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Ja. So, das Spinnensymbol ist schon da. Wir können uns jetzt hier mal Lars besser angucken. Nee, ich will keine Kreatur haben, aber ich will es konvertieren. Und wieder gibt's eine Umwandlung. Überall Gräber. Ja. Sehr schön. Ich bin zufrieden. So, und jetzt zauber ich mich zurück, kann ich nicht. Zu viele Punkte verbraucht. Ich kann was bauen. Was kann ich denn bauen? Ach, ich kann die Dings bauen. Okay. Nee, das will ich ja nicht. Was ist... Was? Ich weiß nicht, was los ist. Bin ich? Nichts. Ich wollte nur ein Gebäude bauen, das mal eben 13 Blutkristalle kostet. Sonderangebot. Leder, der... Ja. Bitte? Ja, trotzdem, ja, der Blaue, der reitet irgendwie, der kann sich gerade nicht entscheiden, wohin reiten will. Das kenne ich, das Gefühl. Wenn man nicht weiß, was man will. Ist immer so ein Problem, ne? Wenn man nie weiß, was man will. Der scheint auf dem Weg zu dir zu sein. Ich reite ihn trotzdem mal hinterher. Ich bin Bock, dass er sich da wieder umdreht, weil er entscheidet sich irgendwie nach jedem Ritt woanders hin. Muss ich mir mal vorstellen als Armee. Ach, jetzt gehen wir dahin. Nein, dahin. Der Stufe 18 übrigens, glaube ich. Ich will seine Artefakte. Vielleicht hat er eine Brünne des Verzauberers. Wer weiß. Es scheint aber ein Tränenfuzzi zu sein. Ein Tränenfuzzi? Ja. Tja, Träne oder Blut? Wir sind eben beide auf Blut aus, Laszlo. Statt auf Warte Tränen, mal, wenn, so wenn, der, wenn der jetzt nach rechts reitet, reite ich mal hier oben nach rechts, vielleicht kann ich ihn einholen. Haha. Hat er sich nicht gerade weggeportet? Nö, der reitet hier noch drum rum. Wenn der jetzt zurückreitet, raste ich richtig aus, weil jetzt könnte ich ihn in der Falle stellen. Weil er will nämlich um den Wald rennen, ich renne jetzt um die andere Seite des Waldes und so könnte ich ihn abfangen. Das ist ein Ork. Die Tiere des Waldes. Verfolgen! Gegen einen Minotaurus kämpfst du. Gegen 26, um genau zu sein. Da ist ein Artefakt, aber ich kann nicht sehen, was es ist. Irgendwas Schönes. Kristallenes Monokel. Spielen und Schokolade. Rein der Mutter Erde. Jo, der erste Minotaur ist schon umgefallen. Das ist einfach so. Ja, es wurde ein bisschen zu viel, glaube ich. Ich werde meine Kreaturen nicht verlieren. Und tschüss mal. Ach ja, es ist gut ein Nekromant zu sein. Kristallen des Monokel. Gibt ein Kristall. Ja! Gibt ein Kristall pro Tag. Wie geil! Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? 24 Minuten oder 34? Ich habe 23,45. Oh, ich habe 24,8. Okay. Macht dir nichts, alles gut. Nimmst ein bisschen mehr auf als ich. Reitet er in die andere Richtung? Ach, er kommt zu dir, jetzt interessiert es mich gar nicht mehr. Jetzt ist es vorbei, jetzt reitet er zu dir, das soll er sich mit dir vergnügen, es ist mir jetzt auch egal. Das klingt verkehrt, Laszlo. Vielleicht will er ja nur den Stein da haben. Den Stein der Leute. Soll ich ihm mal entgegenkommen? Der sieht so verrückt aus. Der ist trivial. Was sollst du mir abhauen, der Idiot? Bande von Idioten! Das geht ja in deinen Schädel nicht rein. Ja, genau.
Jesus hat eine Peitsche genommen und sie ihm in die Fresse gehauen. Ach ja. Ja. Stufe 16. Jetzt muss ich irgendwas mit wo ich schneller reiten kann. Ich bin Schnitter? Ja. Okay. I am the Schnitter. Wenn ich in meine... Muss es sicherlich irgendwas gehen, wo ich dann schneller, wo ich länger reiten kann. Ja. Nein. Nein, wo kann ich? Es muss irgendwas gehen. Wo hast du dich denn mit deinem Helden hingepflanzt? Ach, da bist du. Ich such grad was, aber... Er sucht die Erleuchtung. Ja, ich such gerade, wo ich jetzt mehr rennen kann, aber das sehe ich gerade nicht. Naja, mal Schicksalskraft hoch. Hast du keine Stallung irgendwie in der Ecke oder so? Nee. Oh ja, sorry. Meine... Ich glaube, die Standarte, also die Sammelflagge, die bringt auch zusätzliche Zugweite. Kannst du ein bisschen besser... Direkt vor deiner City. Vor deiner Stadt. Ach, der Stall, der ist im Westen, ist der. Ja, da ist es. Ich muss jetzt mal sehen, wo der hingeht. Ansonsten gehe ich erstmal in die Wüste. Was das Sache ist. Hier ist willst du dich selber in die Wüste schicken? Okay. Ja. Ich weiß, es ist eine sehr wüste Behauptung von mir, aber. Obwohl, ich reite mal gen Norden, den Plan. Mal gucken, was der Blaue macht, wie gesagt. Ja, schreite mal gen Norden voran. Hä? Unerschütterlich? Wofür habe ich das denn jetzt gekriegt? Okay. Okay. Also wir haben 4 Gegner. Jeweils 2 Teams, die miteinander spielen. Bisher ist noch keiner... Keiner hat sich bisher gegenseitig besiegt. Nee. Wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Blaue jetzt die Flucht ergreift. Na, der Goldene braucht schon so lange. Haut der Blaue ab? Ja, natürlich. Ja. Habe ich doch gesagt, er will nur den Stein. Ja, und ich bin wieder knapp vor ihm. Ich hole mir jetzt die zusätzliche Zugweite. Kommst du da noch? Nee, da fehlt mir ein Bewegungspunkt. Oh, das ist ärgerlich. Hm. Aber du hast eine gute Position. Egal in welche Richtung er reitet, er verbraucht mehr. Und du kannst ja Bonuspunkte. Ich habe jetzt erstmal das einfache Stadttor gebaut. Das ist doch gut. Das ist noch besser. Also entweder reitet er jetzt im Süden, da kommt er auf dich zu. Du kannst ja mal entgegenreiten. Oder er reitet jetzt irgendwo hin, wo es richtig stumpf für ihn ist, weil dann erwische ich ihn. Also ich reite wieder zurück. Also er kann ruhig in meine Richtung kommen. Also dann kriegt er auf die Fresse. Und zwar nicht auf die nette Tour. Da scheint aber kein Stadtportal wie der andere zu haben. Sonst hätte er sich jetzt schon längst wegteleportieren können. Ja, der Goldene, ne? Ja, der reitet wieder zu dir. Was denn? Ja, dann hat er Angst vor mir. Feigling. Ja. Was hat er denn da? Aber Stiefel des Entdeckers. Da soll er nur in meine Richtung kommen. Der wird sich noch umgucken, wenn er zu weit bei mir ist. Dann ergreift er die Flucht, genauso wie der Goldene. Das kenn ich. Alles. Feiglinge hier. Schlimm. Verfolgen! Ach, da bist du. Nach dem Kampf kann man auch den Part beenden, nach deiner Runde. Echt? Ja. Ist doch schon wieder so. Es ist schon wieder so. Meine Güte. Unglaublich, aber es ist... Wahnsinn. Warum gehst du nicht in die Hölle? Sich auch noch Partymusik angestimmt. Meine Fresse. Das ist ja unglaublich. Währenddessen der Notfan 13 immer noch an der Reihe ist. Warum eigentlich 13? Keine Ahnung. Okay. Ich hab den einfach genommen, weil 10 war schon vergriffen, weil das war mein Original. Darauf konnte ich nicht zugreifen. Ich wollte meinen Namen eigentlich nicht großartig ändern. Deswegen habe ich den dann so genannt. Komm, ich will noch einen Kampf.
Noch ein Kleid. Das, das brauche ich. Das ist ein Set-Gegenstand von mir. Ich gebe dir dafür zwei andere Artefakte, irgendwas, was du supporten kannst. Huiuiui. Geht's aber los hier. Dann schicke ich einen Held zum Abholen. Wenn du es denn tauschen möchtest. Wäre nur nett. Und voll fett. Was macht er da? Wollen die nicht wissen. Ich frag mich nur gerade, was der Gegner da macht. Ich hab da gesehen, wie spät es ist. Mhm. Ich werde jetzt nochmal den Kampf hier eben beenden. Hört sich auch geil an. Jo, wunderbar. Ach Mann, diese Fitznichchen. Wie gemein. Jawoll. Levelaufstieg. Aufstieg. Level? Narrenkleid. Ja, das brauche ich neben. Minus 1 Glück für feindliche Kreaturen. Schicksalskraft. Ich könnte es gebrauchen. Ich habe nicht den anderen Set-Gegenstand davon. Garnitur des Schwindlers. Okay. Ja. Ich habe den das Ring davon. Das ist also das Set, das du haben willst. Erstmal, ja. Okay. Ich reite mal zurück. Weil dann schicke ich nämlich einen Held zum Abholen. Ich wollte gerade sagen, so, das kannst du mal. Ich weiß sowieso nicht, wie das mit Artefakt. Weil ich habe das noch nie gemacht. Kommt er weiter in meine Richtung? Ne, er haut natürlich wieder ab. Feigling. Er hat sich den Brüter geschnappt und die Gegenstände und ist abgehauen. Ja, ist ja, erwische ich ihn leider nicht, weil ich jetzt schon abgehauen bin. Bleib jetzt wieder zurück. Laszlo. Ja. Erstmal wirst du gleich speichern und dann wirst du den Part beenden. Stimmt, das mache ich jetzt schon. Bitte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich mich. Und frohe Weihnachten. Das letzte Wochenende dieses Jahres. Ich denke mal mit mir und ja, ist doch dann. Ist doch. Morgen ist Weihnachten und eine Woche später ist Silvester. Das heißt, nächste Woche ist das letzte Woche. Letzte Woche. Jahres. Ja. Tschüss. Ja, dann frohe Weihnachten und wir sehen uns. Tschüss.